Über 20 Millionen Euro wurde in die Entwicklung investiert. Und bis zu 70 Millionen Euro seien für ihren weiteren Betrieb kalkuliert. Die Corona-Warn-App. Doch wegen widersprüchlichen Warnmeldungen, Softwarefehler und Probleme bei der Bedienung steht diese App ständig in der Kritik. Großer Akku und Internetverbrauch und eine massive Sicherheitslücke werden ihr ebenfalls vorgeworfen. Ist die Corona-Warn-App eigentlich ihr Geld wert?